Ja, meine Damen und Herren, da ist man natürlich wieder um einen kleinen Baustein der Kritik fündig geworden. Natürlich, ja. Und da sagen wir einfach mal, dem geben wir auch eine Überschrift. Oder lassen Sie das sein? Ja, ja. Oder wir sagen da einfach mal, ja, du kannst nicht rechnen. Na, das ist doch nun mal so. Ja, und da gehen wir in den Ton und lassen uns das da einfach aufklären. Einfach herrlich. So, Sie werfen es jemand vor den Kopf, einfach zu sagen, du kannst nicht rechnen, ne? Aber das ist ja auch eine Beleidigung, ja? Erklären Sie das bitte. Wie kommen Sie zu so einer Beleidigung? Machen Sie das mal. Ja, das ist ja, ich lese da zum Beispiel einfach mal die Statistik der Corona-Infizierten, ja? Also für eine Form der Logik muss man ja mal sagen, die sind alle positiv getestet worden, ne? Ja, nun lesen wir ja, dass da vielleicht auch, ich weiß jetzt nicht, da muss ich jetzt auch ein bisschen mit Schätzen schummeln. Ja, das kann sein, aber da wird jeder sagen, naja, liegt da schon nicht ganz so falsch. Also mit 70% gibt es ja auch die Genesenen, ne? Also die sollen genesen sein, ja. Nun muss ich Ihnen ja mal Folgendes sagen, ja, bei dem Test, also ja, den Corona-Test, ja, da gibt es ja auch, PCR-Test bedingt, ja, gibt es ja auch die 88%, also laut eines deutschen Ärzteblattes, gibt es die sogenannten 88% der asymptomatischen, ohne Symptome. Wer kontrolliert diese 88% zu Genesenen? Also hier kann ja die Rechnung nicht mehr stimmen, ne? Also jetzt gehen Sie nochmal losrechnen und jetzt haben wir wieder mal was gefunden. Ja, es gibt immer mehr Argumente, dass an der ganzen Rechnung nie etwas stimmt, was uns hier für Märchen erzählt werden. Ja? Und wenn Sie mir die Genesenen nochmal vorrechnen, ja, dann sage ich, du bist doch vollkommen blöde. Ja, ja, das ist irgendwie, ja. Also ich als Berliner muss mich doch nicht schämen, ja, dass ich hier nicht, ich bin noch kein Mathematikprofessor, ja, aber nun bitte, also jetzt nochmal, wenn man so blöde rechnet, also das fällt auf, ja, da müsst auch mal, jetzt halt die Backen, Mensch, und du bist blöde, hör auf, rechne mir keine Genesenen vor, die asymptomatisch waren, wer hat die Asymptomatischen denn da weiterverfolgt zu ihrer Genesenenrate, ja, das können Sie dir jemand erzählen, der sich die Hose mit der Kneifzange anzieht, ja, das ist eine alte Redewendung, ja, so alt wie vor Blödheit nie was Kluges aus ihm wird, vor lauter Blödheit, was, auch das gibt es als einen Amen in der Kirche, ja, ich bringe Ihnen das, ja, ein Bibelzitat, ja, wo Sie sagen, sowas kann gar nicht in einer Bibel drinstehen, ja, da steht wirklich wortwörtlich an einer Stelle, ja, ja, ich müsste nochmal, also ich bin ja nicht so bibelfest, aber ich weiß, dass es die gibt, ja, da steht drin, du sollst nicht blöde werden, ja. Jetzt glauben Sie mal, dass ich gelogen habe, wa? Ja, also ich sage mal, die ganze asymptomatische Rate, ja, also jetzt mal in Korrelation, ich weiß ja nicht, es gibt da Experten, nun mal da doch mal eine Fieberkurve da irgendwo auf, ne, ja. Also die Asymptomatischen sind alle genesen. Das ist so. Nee, also, ja, da muss ich als Berliner auch mal sagen, ja, jetzt hörst du auf, nur noch Märchen zu erzählen, ja? Das ist ja irgendwie, das ist irgendwie, weiß nicht, da gibt es irgendwo schwedische Kindergeschichten, ja? Vielleicht an Margret oder was? Ich bin vor der Geburt meiner Mutter geboren. Also, ja. Es wird kindisch, sind diese da. Und wenn erwachsene Menschen nur kindisch sind, dann wird es auch gefährlich. Da müssen wir auch mal wissen, ne? Ja, ja, langsam mal ein bisschen wieder zum Verstand kommen. Ja, hier aus Berlin. Ein Hammer hoch 9, ja. Und wir werden mehr finden, wir Kritiker. Wir werden das nicht ruhen lassen. Ahaha.
Ja, ich danke Ihnen schön. Es reicht, natürlich. Ja, der Lacher, den haben Sie da auf Ihrer Seite. Ja, schön. Die große Lebensfreude Ihrer. Ja, ist ja ein Juhu, wie aus den Bergen. Ja, das Holladadihi und Holladadiho. Ja, einfach herrlich, wunderbar. Ja, sag ich doch. Ich grüße doch einfach mal. Ja, in jede Richtung meiner Ecke hier. Ja, ich danke Ihnen schön. Ja, ich danke auch. Ja, meine Damen und Herren, ja, du sollst nicht blöde werden, ja. Nee, du kannst nicht rechnen. Ja, wir lachen uns hier weg, ja. Das war's doch mal, Ihre Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk.